Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu der 6. Folge Stardew Valley. Wir sind in Tag 8 im Frühling, Jahr 1. Mit dabei ist wieder der liebe Marker. Ja, HD. Moin. Ja, moin. Machst du auf bereit oder auf okay? Höchste Stufe 3, Ehre. 3. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben geangelt eigentlich. Also wir haben die neue Angel jetzt und generell sind ja, wir krasse Maschinen. Letztendlich haben wir die. Huch! Du riechst wieder. Nein, ich rieche. Ich habe ein paar neue Gegenstände, bla bla bla. Noch ein Brief. Noch Kekse. Lol. Aber lieben, das einzige, woran ich kommen könnte, wäre Salat. Was gibt's sonst noch so? Mohnmuffin, Ziegenkäse, Gemüsepfanne, Trüffel, Gemüseeintopf und Wein. Hä, geht doch voll fit. Ist halt eher etwas. Endlich. Wir haben halt keine Küche. Oh, hallo. Hi. Was für ein Schandfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihren Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Das sagt er zu Stardew Valley Spielern. Aber lassen wir das. Man geht komplett entspannt, allen möglichen Scheiß, den du sammeln kannst, sogar drei, also Müll, den du angelst. Okay, und lieben? Ja, aber lieben, das einzige, woran ich kommen könnte, wäre Salat. Was gibt's sonst noch so? Mohnmuffin, Ziegenkäse, Gemüsepfanne, Trüffel, Gemüseeintopf und Wein. Hä, geht doch voll fit. Ist halt eher etwas. Endlich. Wir haben halt keine Küche. Oh, hallo. Hi. Was für ein Schandfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihren Fernseher sitzen, sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Das sagt er zu Stardew Valley Spielern. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Nein, du klingst wie ein trauriger alter Trottel. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Ah, tatsächlich doch ein Warenhaus. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen.
Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Alte Menschen, anders gesagt Messis. Wenn sich nach irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern halt, werde ich es einfach verkaufen. Erholt, lol. Da habe ich schon eine Brille. Hier, lass uns reingehen. Oh, sieht schön aus. Wunderschön, oder? Ja. Was ist das? Vincent und Jess müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloser aus, als ich dachte. Hör auf, da herumzuwühlen. Was? Unimos. Was ist los? Ist dir schlecht? Ja, so leicht. Wir sind Unimos. Wow. Kamera ist absolut Du antifokussiert hast gerade. etwas gesehen, Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Ich mache mir Sorgen um dich, Nico. Ach, brauchst du nicht. Hör zu, ich gehe nach Hause, ich brauche etwas Mittagessen. Morgen sind wir auf Drogen. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Ja, doch immer, Luis. Ich habe doch immer zu viel Zeit Lass übrig. meine Junge muss in Ruhe. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe Kleinen Juni muss. nehmen. Übrigens, die Mine ist offen. Wollte ich nur anmerken. Ja, cool. Ah, stimmt ja, jetzt müssen wir erstmal zum Dingens hin. Zum Magician. Und das ist erst morgen. Ach, Manno. Müssen das jetzt zu? Noch nicht zu sein hier, Mann. Ich stecke schon kurz ins Bett und dann kriege ich eine Mine. Gut. Ich finde irgendwie keine Sammelobjekte. Will das gut. Wie die Konzentration so langsam den Bach runtergeht. Oh, ich habe Kekse bekommen. Kekse. Ui, schön. Ja, es wurde mir gesagt, wie man kochen kann. Geil, schön zu wissen. Ist ja nicht so, als wusste ich das schon vorher. Ja, du hörst halt früher auf, solide. Will direkt den Tag skippen, der Boy. Nee, ich will nur ein bisschen Energie aufpushen. Push dich. Ich suche gerade irgendwie, ja, da! Sammelobjekt. Was macht Geht Bailey aber denn hier? ganz, ganz langsam. Voll. Bailey, was bist du denn hier? Hier ist Leas Hütte. Lea, bist du zu Hause? Ach, ich komme in ihre Hütte auch nur rein, wenn ich mit ihr befreundet bin. Wie belastend ist das denn? Wo ist sie denn gerade? Tagesablauf, Frühling. Montag. Voll der Stalker. Was hat die für Tagesabläufe? Ist der langweiligste Mensch der Welt. Lea, mach mal mehr. Da ist sie doch. Ja, moinsen. Ja. Oh, ich muss hier gerade so ein Dings machen. Warum bist du eigentlich Bauer geworden? Ich will haufenweise Geld verdienen.
es ist echter als ein Leben in der Stadt, um in die Fußstapfen meines Großvaters zu treten. Ich wollte meinem alten Leben entfliehen. Es ist sehr niedlich, wie du deinen Großvater erst belastend. Hast du gerade auch eine Sequenz? Nö. Okay. Lea, ich hasse dich. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch ein gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit, ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, was du dort finden wirst. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Nimm das, Donnerblitz! Weltrostiges Schwert, cool. Cool. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich angle jetzt einfach wieder die Neptunsklinge. Okay. Ich werde dich im Auge behalten. Beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Du bist Adoptivkind, oder was ist dein Ziel? Ja. Oh mein Gott, ich habe ein Heilboot geangelt. Heilboots sind einfach Cash. Cash, Cash, Cash. Hering. Ein produktiver Angler. So. Schaffst du es eigentlich heute noch, mir die mit den Kram zu schicken? Höchstwahrscheinlich nicht. Wäre es auch morgen möglich? Jo, ja, klar. Ja. Schneide ich das Video halt morgen erst. Tja. Weil ich, sonst müsste ich es ja heute noch rendern. Das Rendern bei dir so lange, Alter? Das Rennen ja doch schon recht. Ja, Rendern geht eigentlich immer voll. 20 Minuten muss ich meistens warten. Ach, das ist doch schön. Nein, was renderst du denn? Inwiefern in was render ich? Inwiefern in was render ich? 1080p, 720p. Ja, 1080. Ich render halt mit 75 FPS. Da wurde immer so eine FPS-Anzahl bei DaVinci angegeben. Naja. Nee, ich render in 60 FPS und Dings. Ja, also rendern tue ich auch in 60 FPS, aber der sagt ja immer, wie schnell du gerade renderst, das Tempo. So. Und das wird auch in FPS angegeben bei DaVinci. Und da bin ich meistens immer so im 70er-Bereich. Deshalb, dass es relativ schnell geht. Wenn du mit 70 FPS renderst und das Video gerade mal auf 60 FPS geht, solide. Dann renderst du schneller, als das Video lang ist. Nee, das Problem. Oh nee, es wird spät. Leck mich. Wo bist du denn? In der Mine. Solide. Nee, überhaupt nicht. Welche Etage bin ich? 4. Komm, ich brauch bitte. Oh nee, jetzt sind ja auch noch 2 Viecher. Geil.
Zocken die Hölle eigentlich wieder voll, oder? Interessant, aber. Komm, oh, Alter, verpiss dich. Nein, ich bin fast tot, Marker. Was tust du da? Kämpfen? Da hinten ist die Leiter. Schnell. Ich schaffe es noch mindestens auf 5. Okay. Ja, nee, aber bis nach dem Rennen schaffe ich es nicht mehr. Ich penne zwischendurch ein. Geil, dass du eine Ohnmacht auch gefunden hast. Ja, wisst ihr jetzt, wie es aussieht, wenn man in Ohnmacht fällt? Demonstriert durch Nico. Solide, dass ich es nicht bin. Schade. Nico, bist du lange draußen geblieben? Das kannst du eigentlich. Ah, ne? Schlimm, dieser Nico, ey. Ja, Mann. Erstmal direkt Blumen gießen. Jetzt wirst du ja auch nur mit halber Energie wach. Ja, ich bleib noch im Bett ein bisschen liegen. Ich mach so meinen Bruder-Style. Ich bleib noch 2-3 Stunden liegen. Grüße gehen raus an meinen Bruder, sollte er es sehen. Ja, ich meine, letztendlich wäre es nicht so. Ich meine, ich dachte mir heute auch so, ja, ich stehe um 10 auf, ganz entspannt. Dann war es 11. Ups, dann 12. Wollte ich gerade sagen. Ich heute nicht so mit dem Aufstehen, aber ja gut, ich war auch relativ früh im Bett. Aber ich bin um 11:30 sogar aufgestanden. Ja, ich habe immer keinen Bock lange zu pennen. Mal so wenig wie möglich Schlaf haben. Spät ins Bett und früh aufstehen. Hm? Das ist mein Leben. Ja. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. M. Rasmodius, Zauberer. Rattenprobleme, meine armen Junimus. Robin hier, ich schaue von meinem Laden mit 15 Steinen vorbei, bla bla bla. 1000 Gold. Ja. Oh Gott, Alter. Ja, und 95 Euro in Rechnung gestellt, Gold. So, wollen wir zu deinem jetzt direkt hin? Ich bin schon da. Du bist schon da. Ja, die Maschine, du. Ich weiß nicht, wie gar nicht. Oh, würde schon irgendwie passen. Ne, warte mal, zuerst unten und dann da, schon da. Unten und dann links halten. Ja. Da, wo auch der Wagen ist. Genau, ein Stück weiter noch. Ah. Die wollen wir immer mit Linksklick weiter noch kann. Genau. Schlimm, ne? Mhm. Man kann das nicht mal mit C machen, das ist zu belastend, Mann. Und ich muss die gleiche Scheiße jetzt gleich vorlesen. Geil. Ja, komm herein. Oder kann ich jetzt auch einfach überspringen? Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten, Vermittler zwischen dem Psychischen und dem Ätherischen, Meister der sieben Elementare, Hüter des heiligen Ra. Du verstehst schon. Oh, cool, du machst bei Dingens mit. Bei, Scheiße, wo waren das bei den Elementen? Bei, keine Ahnung. Ich hab vergessen, wie es nochmal hieß. Und du, Nico. Avatar, ja. Deine Ankunft habe ich schon lange vorhergesehen. Sicher.
komme einfach aus der Feuernation. Hier, ich will dir etwas zeigen. Sieh her. Oh, geil. Lol, der ist einfach nicht da. Scheiß Willi. Hasse dich. Sieht süß aus, das Ding. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Sie nennen sich Unimos. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit dir zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich davor ihnen zu fürchten. Was sollen wir denn morgen eigentlich aufnehmen? Auch Stardew Valley oder was anderes? Weil es zu viel vorproduzieren hätte ich jetzt auch nicht um den Bock. Weiß ich nicht. Die Frage ist, haben wir noch Zeit für weitere Formate? Also letztendlich können wir auch was aufnehmen, was nur du hochlädst. Das wäre mir egal. Also ich persönlich hab Zeit. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden. Höchst interessant. Warte hier, ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Und tschüss. Da muss ja Bruder einfach los. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Unimo, helfen dir mit Freude. Als Ringleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Weil jetzt sind wir erstmal high. Eins mit der Waldmarie. Was meinen sie damit? Holz. Aha! Komm her! Mein Kessel blubbert nur sofort Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Babyborn, Moosmaden, Karamellgiftpilze, kannst du es riechen? Ja. Ey! Du Nazi! Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Geil. Oh, geil, wir werden high. Und das ist komplett kostenlos. Oh, ist das geil, ey. Oh, das in VR, das sieht bestimmt richtig creepy aus. Dezent. Ganz dezent. Ich würde mich erstmal voll erschrecken. Stell dir mal vor, du hast einfach so pixelige Bäume vor dir, die sich bewegen. Es Vorstellungen, die kenne ich. Tagtäglich erlebe ich das. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Unimo-Schriftrollen entschlüsseln. Yay! Unimo! Ich finde die voll cool. Krass, damit war's. Das ist auch schon fast mit dem Tag hier. Ja. Und dann damit auch mit der Folge, ne? Ja, tatsächlich. Krass. Hallo Maru. Das Beste ist, du kannst immer nur aufnehmen, wenn ich da bin. Jo. Aber ist auch ein bisschen Sinn der Sache, glaube ich, oder? Ja, schon. Und ich kann immer aufnehmen. True. Bringt noch nicht so viel, weil jede zweite Folge eh bei mir kommt. Ich hast das so recht. Aber ich kann ja viele Folgen aufnehmen und daraus seine Folge machen. Das ist ein Dokument. Aber weißt du, worauf ich irgendwie so ein bisschen Bock hab? Worauf denn? So, eigentlich jetzt gleich in der nächsten Folge hier die Kartoffeln verkaufen. I lift my feet off
am nächsten Tag noch. So, ich hab Lea erstmal was geschenkt. Geil. Das können wir dann nächsten Mal. Aber wisst ihr was, wohin wir jetzt erstmal gehen? Zum Gemeinschaftszentrum. Wir looken uns das jetzt auch mal an. Kennst du das, wenn du dir vor der Aufnahme einfach so deinen Bauch voll gemacht hast, dass du jetzt voll die Bauchschmerzen hast? Ja. Nein? Die haben ja alle schon zu, die Lappen, Mann. Willy Wonka. Willy will's wissen. Kannst du mal 200 Holz, 100 Stein mitbringen? Kann ich nicht. Warum? Ja, weil das Stein für bessere Sachen gerade gebrauchen können. Und für was? Für all mögliche Herstellungsrezepte. Stimmt. Das ist die Quest, die können wir am Ende machen, wenn das unsere letzte Quest ist, weißt du? Schneesüßkartoffeln. Ja, die ganzen Schnee-Items, die bekommst du auf der Snow Stage in einer Mine oder halt dann im Winter. Nutzpflanzen. Oh, wir müssen Blumenkohl anpflanzen. Mindestens ein. Ja. Gar kein. Sollten wir zwischen der nächsten Folge direkt tun. Aber die brauchen 12 Tage oder so. Nicht schon in der nächsten Folge, wenn teil jetzt sofort. Die Ledern zu. Ach komm, wär ich 30 Minuten früher, ey. Oh Gott. Ja, aber die Kartoffeln möchte ich mir unbedingt noch in der Folge jetzt sagen. Hayabu. Oder liegst du schon? Baby. Oh, warum ist die Kartoffel fertig? Ah, doch, hier unten. Nicht pflanzen. Nein! Okay, gut. Dann würde ich sagen, das war's wieder Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es liked, Abo und Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Ich mache auch die Kommentare von euch eingehen. Stimmt. Ciao. Leute. Ciao.